Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute geht es um diese Stifte. Ich bin sehr gespannt. Southwestern von Thule Art wieder. Die hatte ich mir letztens bestellt, diese Stifte. Und die werden wir uns natürlich auch anschauen, sodass ihr auch seht, wie die Farben aussehen. Das ist ja ganz klar. Ihr wisst Bescheid, für die, die es nicht wissen. Die Stifte habe ich mir speziell für diese Hefte gekauft. Kann man aber auch sehr gut nehmen für ja, um so ein paar Akzente zu setzen, so ein paar Highlights zu setzen, wie auch immer. Und das sind ja so Malen nach Zahlen Malen nach Zahlen Bücher. Und wir erkennen nichts. Und hier hinten sehen wir dann, was für Bilder es sind. Und um genau dieses Ergebnis zu bekommen, ja, muss man nicht, aber kann man diese Stifte nutzen. Das ist sehr schön dafür. Und ja, dafür sind sie, wie gesagt. Ich verlinke euch unten alles wieder, falls da Fragen kommen sollten. Dann könnt ihr da auch gerne selber nochmal schauen. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit Auspacken. Ich denke, das ist eine gute Basis. Das ist ein guter Anfang, dass wir erstmal gucken, wie das ist. So, die Stifte haben 0,7er Stärke, also von der Spitze her. Weil ich letztens gesagt bekommen habe, ja, das ist aber nicht breit. Ne? Also wenn du da größere Flächen hast, dann brauchst du schon eine Weile. Das ist richtig. Diese Sets haben meistens immer noch mal die ganzen in Breite auch da, diese Stifte. Okay, wir machen das Ganze wieder auf. Hier haben wir wieder Ersatzminen, was ich sehr gut finde. Die nehmen wir raus, legen wir zur Seite. Und ich finde die Farben schon sehr interessant. Ich bin sehr gespannt. Man braucht eine ganze Menge von diesen Farben. Das ist leider so, weil diese Hefte sehr, sehr viele Farben haben. Aber man kann das auch mit Buntstiften ausmalen oder so. Also das muss man jetzt nicht unbedingt hier mitmachen. Wie gesagt, mit Buntstiften geht das auch. Ich mache das momentan zum Beispiel sehr, sehr viel auf dem iPad. Gerade vorm Fernseher oder so mache ich da. Also ich nehme mir diese Bilder hier und man kann dann halt mit einer App kann man das dann machen und dann kann man die Sachen ausmalen. Ist echt, macht echt Spaß. Also das einmal so. Ich möchte sie aber halt auch damit ausmalen, aber dafür brauche ich halt erstmal alle Stifte. So, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen Papier. Papier habe ich. Das Papier hat so ungefähr 100 Gramm Matur. Wir machen das wieder so, dass ich ein Schmierzettelchen habe, sozusagen. So, das drehe ich jetzt mal hier um. Das lege ich mir hier hin. Und dann malen wir einfach wieder Herzchen, würde ich sagen. Ja, so machen wir es. Wie viele Stifte sind das? 28, okay. Ich brauche aber erst einmal einen Feinliner oder einen Stift der Wahl. Und dann schreiben wir erstmal auf, wie die Stifte heißen. Die Pakete, also diese Stiftpakete, haben immer eine unterschiedliche Größe. Die sind nicht immer nur mit 28er Stiften. Southwestern. Moment, ich muss schreiben. Ich kann nicht schreiben und reden. Das geht nicht. Das kann ich nicht. Habe ich das jetzt auch richtig geschrieben? Southwestern. Ja. Ja. Fangen wir einfach mal an, ne? Fangen wir einfach mal an. Ganz gnadenlos. Ich bin sehr gespannt auf diese hellen Töne. Es gibt davon noch so ein Pastellfarbset. Da bin ich auch, also ja, da gibt es sehr, sehr schöne Sachen. Okay, ich schütze sie einfach raus. Halt alles wieder zurück. Rein mache ich sie dann da, dort wieder. Was haben wir da? Ach, guck mal, eine Beschreibung. Moment, das muss ich mal nehmen. Man kann das ins Wasser schubsen zum Reinigen auch scheinbar. Okay. Ah, da, okay. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das sind die anderen Stifte. Also wie gesagt, ihr habt eine 0,7er oder 3,0 mm Spitze. Mich haben jetzt aber erstmal die 0,7er Spitzen interessiert, weil viele Stellen sehr fein sind. Es sind aber auch viele Stellen sehr groß. Das ist leider wahr. Und da ist das dann nicht so cool, wenn man dann nur kleine Stifte hat. Das muss ich auch zugeben. Okay, lange Rede, kurzer Sinn hatten wir ja gerade schon. Wir fangen mit der 1 an, wir gehen rein. Aber wo ist die 1? Da ist die 1. So, fühlen sich auch wieder recht gut an, die Stifte, muss ich auch sagen. Also damit bin ich sehr fein. Die shaker ich einmal. Also ganz wichtig, shakern bei Acrylstiften. Dann einmal öffnen. Dann pumpen, 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 pumpen.
Und dann kommt die Farbe auch schon und da ist sie dann. Ja. Und dann malen wir uns mal hier ein Herzchen hin. So. Ich finde die Farbe fantastisch. Ich finde sie sehr schön. Ich mag... Also ich habe jetzt auch nicht so eine Lieblingsfarbe. Viele haben ja so Lieblingsfarben. Ich habe das gar nicht. Es ist, jede Farbe steht für sich bei mir immer. Ich mag irgendwie fast jede Farbe, weil je nachdem, was für eine Stimmung man hat oder ähnliches, ja, passt die Farbe dann. Das ist die 1 gewesen, ne? Ja, nochmal nachgucken. Dann geht's weiter mit der 2. Was mir aufgefallen ist bei dem letzten Paket, was wir ja auch gemeinsam getestet haben, ich habe jetzt nur so leicht gedrückt. Also ruhig einmal kräftiger drücken, also einfach einmal so machen, damit die Hülle auf jeden Fall anständig zugeht. Nicht, dass euch das eventuell austrocknet oder so, das wäre wirklich schade drum. Dann gehen wir in die 2, würde ich vorschlagen. Ich shake. Und dann pumpen wir hier wieder. Da ist es, glaube ich. Wow, ich glaube, das wird auch eine schöne Farbe. Das ist die 2. Achso, wenn ihr Farbe an meinen Fingern seht, das ist... wobei, ich glaube, ich habe sie doch ab... Nee, da ist noch Farbe. Ich mal gerade das Sommer Altered Book. Wir haben es noch nicht angefangen, ne? Der Sommer ist fast zu Ende. Ich muss das Altered Book starten. Aber ich habe es noch nicht geschafft, das fertig anzumalen. Da bin ich dabei. Okay. Auch eine sehr schöne Farbe. Mag ich auch sehr gerne. Das ist die 2. Und an der Stelle würde ich sagen, mache ich mir mein Hörbuch an. Im Übrigen, ich hatte letztens eine Hörbuchempfehlung. Ich habe mir das gekauft. Oh Gott, ich gucke mal, wie das hieß. So, da habe ich es gefunden. Da habe ich jetzt angefangen, habe ich reingehört. Ich glaube, den Prolog habe ich komplett durch schon. Weiß ich jetzt nicht. Ich fand es gut. Es hat sich gut angehört, der Anfang. Dafür einmal danke für die Empfehlung. Ich verlinke euch alles natürlich unten. Das höre ich abends immer. Und beim Basteln höre ich noch mein aktuelles. Ich zeige euch das auch einmal. Das ist dieses. Da bin ich noch nicht durch. Das dauert noch ein bisschen. Da gibt es auch noch einen dritten Band. Ich brauchte ein bisschen, bis ich damit warm geworden bin. Aber ja, jetzt bin ich fast... Ja, doch, jetzt bin ich recht gut drin. Ich möchte jetzt auch wissen, wie es weitergeht. Und wie gesagt, das höre ich mir jetzt an. Ich teste die Stifte und am Ende hören wir uns auf jeden Fall wieder. Thank you.
So, fertig. ich finde die Farben fantastisch. Muss ich wirklich sagen, finde ich wunderschön. Also das Set ist auch, also ja, doch, kann ich auch nur empfehlen. Sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Jetzt gucke ich gerade wegen diesen Blautönen, also diesen Türkis-Blau-Grün-Tönen da. Ja. Das ist nicht verkehrt gewesen, das Set. Das ist nicht verkehrt. Finde ich, wie gesagt, sehr, sehr schön. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ich hole euch näher, damit ihr die Farben einmal vom Nahen natürlich sehen könnt. Und da seid ihr. Und dann fangen wir einmal an mit der ersten Reihe, mit den ersten 5 beziehungsweise mit den ersten 10 Farben aus dem Set. Und ich finde es, wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schön. Dann geht es weiter mit diesen hier. Auch die, also doch, es sind schöne Farben, kann ich nicht anders sagen. Und einmal diese. Und da seid ihr wieder in groß. Ich habe vergessen, da die 28 hinzuschreiben. Verrückt, das geht nicht. 28. So, 28 Stifte sind drin. 28 Herzchen sind auf dem Blatt. Farben mag ich sehr gerne. Fehlen nur noch die anderen Stifte. Mal sehen, wenn die kommen. Wer weiß das schon. Ja, ansonsten habe ich erstmal für heute nichts. Das war der kleine Test, beziehungsweise auch das Swatching to Source Western Stiften von Thule Art. Und an der Stelle würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Video.